Das ist natürlich schwierig bei so einem Gegner, der sich schon reinstellt und nicht gewinnen will. Das macht natürlich jetzt nicht so richtig Spaß, aber ich meine, gut ist, wir haben trotzdem gewonnen, wir haben 4 Tore geschossen. Wieder 3 Punkte auf dem Weg zur WM. Ja, ich hoffe, so kann es weitergehen. Ja, wir haben 3 Punkte. Haben ja gegen einen sehr, sehr defensiven Gegner gespielt, hätten natürlich viel höher gewinnen können. Chancen waren da, haben letztendlich die Chancen nicht genutzt und deswegen ging es nur in Anführungszeichen 4-0 aus. Ja, aber das sind die schwierigsten Spiele für einen Torwart. Hat die ganze Zeit nichts zu tun und dann kommt meistens trotzdem noch ein Schuss aufs Tor und da muss man hellwach sein und immer fokussiert und konzentriert sein. Ja, es gibt spannendere Spiele durchaus. Natürlich mag ich Spiele, in denen ich mehr gefordert bin, lieber, aber nichtsdestotrotz müssen diese Spiele auch gespielt werden. Das ist von der Konzentration her eine andere, als wenn wir jetzt gegen USA oder Schweden spielen. Das ist, da kann man auch nichts schönreden. Natürlich wäre es immer perfekt zu sagen, man spielt genauso mit derselben Einstellung wie gegen USA, ist aber de facto einfach realistisch nicht möglich. Ich denke, dass wir von Anfang an eigentlich engagiert ins Spiel gegangen sind. Und ja, die Slowenen haben natürlich ziemlich tief gestanden und dann auch hinten ziemlich dicht gemacht, aber wir haben den Ball eigentlich ganz gut laufen lassen, haben dann auch schöne Tore rausgespielt. In der letzten Konsequenz hätten wir auch noch mehr Tore machen können, aber ich denke, das war jetzt auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel für uns. Nee, ich denke, wir sind schon glücklich mit dem Spiel. Es war wichtig, dass wir 3 Punkte wiederholen, das haben wir gemacht. Und die Slowenen haben uns nicht leicht gemacht, die standen sehr tief und waren wenig Räume da, aber wir haben trotzdem 4 Tore geschossen und klar hätten wir vielleicht im Abschluss ein bisschen konsequenter sein können, unsere Torchancen noch ein bisschen besser ausspielen können oder im Abschluss ein bisschen konzentrierter sein müssen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir jetzt wieder eine Steigerung im Vergleich zum Irland-Spiel, was nicht gut war, gezeigt. Und ich denke, wir sind zufrieden und freuen uns, dass wir gewonnen haben. Ich bin, denke ich, auf einem guten Weg, fühle mich körperlich eigentlich schon wieder sehr gut. Der Fuß ist auch alles gut und ich denke, es ist nah am perfekt fit sein wieder. Ja, ich denke schon, dass man zufrieden sein kann. Wir haben 4 Tore geschossen gegen einen sehr tiefstehenden Gegner, was auch nicht selbstverständlich ist. Und hinten kein Tor kassiert, von daher kann man auf jeden Fall zufrieden sein.